So, kommen wir zum nächsten Thema, und zwar wären das die KV-Diagramme. Es gibt zum Beispiel ein freies Feld, da gibt es nur unbestimmte Zustände, es kann irgendwas drinstehen. Dieses KV-Diagramm, das baut sich immer so weiter auf, je nachdem wie viel Bit verwendet werden. Das heißt, dieses wird jetzt einmal rüber gespiegelt, das heißt, wir haben dann zwei Felder. Und in diesen zwei Feldern können ja schon zwei Zustände sein, zum Beispiel 1 und 0, 0 und 1, 1 und 1. Und wir haben hier schon mal die 1-Bit-Darstellung aus dem Dualsystem. Das heißt, wir machen hier drüber einen Strich und sagen zum Beispiel, das ist unser A. Das heißt, die Funktion kann schon mal den Wert nicht A annehmen oder den Wert A. Das heißt, wir haben schon mal zwei Möglichkeiten. Wir haben eine 1-Bit-Darstellung. So, jetzt wird das Ganze nach unten gespiegelt und wir bekommen vier Felder dazu. Hier oben bleibt das A stehen und hier kommt das B dazu. Gehen wir weiter. Das ist dann 2-Bit. Brauchen wir 4-Bit. 3-Bit. Gehen wir hier ein weiter. Wir haben die Tabelle wird wieder rüber gespiegelt. Das A erstreckt sich nun über zwei Felder. Hier haben wir unser B und hier unten kommt noch das C dazu. Das ist jetzt bei 3-Bit. Müssen wir aber 4-Bit darstellen. Das Ganze nochmal runtergeklappt. Wir haben eine dementsprechend größere Tabelle. Hier steht immer noch das A. Hier steht jetzt das B, C und D kommt dazu. So, kurz habe ich vorweggegriffen, wozu braucht man überhaupt KV-Diagramme? KV-Diagramme braucht man, um Schaltungen zu vereinfachen. Schaltungen kann man auf verschiedene Arten vereinfachen. Hier erstmal die erste Variante ist eben das KV-Diagramm. Und zwar brauche ich das, wenn ich hier zum Beispiel solch eine Funktionstabelle habe. Ich habe vier Variablen, das heißt, ich habe eine 4-Bit-Darstellung. Die Tabelle ist aufgeteilt wie üblich, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, also sie zählt hoch, das ist 0, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier hinten habe ich beim Y habe ich eine Ausgangsfunktion. Und diese ganze Tabelle soll ich jetzt vereinfachen, beziehungsweise vielleicht sogar eine Schaltung entwerfen, die das Ganze abbilden kann. Und das kann ich eben jetzt machen, indem ich diese Terme in diese Funktionstabelle übertrage. Und zwar funktioniert das wie folgt. Ich habe nicht A. Das heißt, ich bin in diesem Bereich ist ja A, in diesem Bereich wäre nicht A und in diesem Bereich wäre nicht A. Das heißt, ich befinde mich im Bereich nicht A, das heißt in den beiden äußeren Spalten. Ich befinde mich aber sowohl auch in nicht B. Das heißt, diese vier Felder fallen auch raus. Das heißt, ich befinde mich schon mal in den vier äußeren Ecken. Ich befinde mich in nicht C, das heißt auf dieser Seite, weil hier drüben ist C, das heißt bleiben nur noch die zwei äußeren Felder und nicht D, das heißt das untere Feld auch weg. Das heißt hier beim ersten bin ich hier oben, ich kann eine 1 eintragen in das Feld. Und so überlege ich mir immer weiter, ich bin in nicht A, also in den zwei äußeren, ich bin sowohl nicht B, es bleiben wieder nur die vier Ecken übrig. Ich bin nicht in C, das heißt wieder auf einen der beiden Felder, aber in D, das heißt es ist das Feld hier unten. 1, so. Im nächsten habe ich wieder die Felder nicht, also nicht A, auch nicht B, das heißt, bin wieder in den vier äußeren Ecken, aber in C, das heißt, bin schon mal auf dieser Seite, dafür nicht D, das heißt, hier oben eine 1. So, das nächste Feld ist die weitere Ecke und dann habe ich noch das X, das liegt dann hier oben, wenn man das nachvollziehen kann. Und ich habe jetzt hier nicht alle Werte aufgetragen, ich fülle die Tabelle einfach mal fertig aus. Da ist einfach ein Beispiel gegeben. So, da unten kommt auch eine 0 rein, was einfach praktisch ist für die weiteren Erläuterungen. Habe ich nun diese Werte eingetragen, muss ich möglichst große Blöcke bilden. Es gibt hier unten beschrieben Implikanten, Primimplikanten, Kernimplikanten, Vollkonjunktion und Down-Care-Terme. Hier haben wir ein X, das ist zum Beispiel ein Down-Care-Term, das ist einfach eine unbestimmte Position. So, wenn ich jetzt dieses Ganze betrachte, dann suche ich mir natürlich das aus, wo weniger Zahlen drin sind. Also entweder gibt es mehr Einsen oder mehr Nullen. Und das, was es weniger gibt, betrachte ich, weil dann kann ich weniger Felder machen und habe es einfacher in der Beschreibung. Wofür ich mich entscheide,
Das kann auch beschrieben werden mit disjunktive Normalform und konjunktive Normalform. Bei der disjunktiven Normalform werden die Einsen beschrieben, bei der konjunktiven Normalform die Nullen. Das nur vorweggegriffen, ich versuche das gleich noch genauer zu erläutern. So, was für Möglichkeiten habe ich hier? Ich muss immer größtmögliche Blöcke bilden. Die Blöcke dürfen nur aus 2, 4, 6, 8 Feldern bestehen, die ich zusammenfasse. Also immer ein Vielfaches von 2, nein, also immer ein, okay, mir fehlt das Wort, nicht schlimm. Die 1 geht auch, das ist nämlich das die Vollkonjunktion, ein alleinstehendes Element, was nicht zusammengefasst werden kann. Fassen wir mal die Einsen zusammen. Wir haben in den vier Ecken die Einsen. Das heißt, wir können hier die vier Ecken rausgreifen. Das wäre ein Block. Anderer Block wäre hier in der Mitte, die vier Einsen, größtmöglich. Und dann gäbe es hier noch vier Einsen, die hier in einer langen Reihe sind. Und dann könnte man noch hier diese Einsen auch nochmal doppelt beschreiben. So, wir haben jetzt hier keinen Primimplikanten, weil der größtmögliche Block sind hier 4, da 4 Einsen, da 4 Einsen, da 4 Einsen. Also für diese Beispiele ist das Beispiel schlecht. Wir haben aber viele Implikanten. Wir haben einen da außen, wir haben einen zweiten Implikanten hier drin, dritten Implikanten ist lange, vierten Implikanten hier die äußeren. Kernimplikant ist ein Block mit einem Element, das durch keinen anderen größtmöglichen Block dargestellt werden kann. Zum Beispiel diese 1. Kann nur durch diesen Block hier dargestellt werden. Durch keinen anderen größtmöglichen Block kann dieser 1 mit aufgegriffen werden. Das heißt, dieser Block hier in der Mitte ist demnach ein Kernimplikant. Eine Vollkonjunktion ist hier aktuell nicht vorhanden. Genau. Und bevor wir das jetzt vereinfachen und hier rausschreiben, muss ich kurz die disjunktive Normalform erklären und die konjunktive Normalform. Also, wenn ich hier zum Beispiel diese Tabelle habe, dann kann es sein, dass die Aufgabe darin besteht, beschreibe die Tabelle in disjunktiver Normalform. Das heißt, ich nehme alle die Terme, wo der y-Wert gleich 1 ist, die werden Min-Terme genannt und diese Min-Terme werden oder verknüpft. Das heißt, ich habe hier, nehmen wir mal hier einen Min-Term. Ich habe hier, wobei noch wichtig zu wissen ist, die 1 wird nicht negiert, die 0 wird negiert. Das heißt, ich habe 0, 0 wird negiert, ich habe also nicht a und b, weil das eine 1 wird nicht negiert, und nicht c und d. Und das ist jetzt mein Min-Term. Was diese Oder-Verknüpfung bedeutet, ist, wenn ich jetzt hier aus der Tabelle, wie ihr seht, ich habe diese zwei Werte hier rausgegriffen und da oben hingeschrieben, das heißt, wir betrachten gerade diese zwei. Wenn ich das jetzt mit allen mache, dann habe ich ja hier auch noch einen Min-Term, hier 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 einen Max-Term. Und wenn ich das Ganze jetzt in der disjunktiven Normalform darstellen soll, dann nehme ich eben diese ganzen Min-Terme, wie diese hier, und verknüpfe die mit einem Oder. Und dann wird eben der nächste Min-Term kommen. Jetzt haben wir ja hier aber nur mal ein beispielhaft rausgegriffen. Genau, und ja, diese disjunktive Normalform, konjunktive Normalform ist nicht ganz einfach zu verstehen. Vielleicht eine kurze Eselsbrücke. Fangen wir hier an, konjunktive Normalform mit Max-Termen. Das heißt, dieses wird genutzt, wenn die Einsen, also es wird immer von den Einsen ausgegangen, maximale Anzahl haben, das heißt viel mehr als die Nullen. Wenn wir nur ein paar Nullen haben, dann entscheiden wir uns dafür, die Nullen zu nehmen. Das heißt, die Einsen sind in maximaler Anzahl vorhanden und die Konjunktur ist aufsteigend oder so. Also ist nicht so einfach, sich das zu merken. Hier ist genau andersrum. Das heißt, wir wählen die Einsen, weil von den Einsen weniger vorhanden ist. Man möchte ja immer optimieren, möglichst wenig Schritte machen. Okay, beim Max-Term ist es genau umgekehrt. Das heißt, die Terme an sich werden unverknüpft mit einem Und. Das heißt, innerhalb der Terme werden sie mit einem Oder verknüpft. Und die 0 wird nicht negiert. Das heißt, wir haben hier 0, wir haben A, nicht B, nicht C und D. Eine Beispielaufgabe könnte zum Beispiel auch sein, dass wir
die diesen Term in disjunktiver Normalform darstellen sollen. In disjunktiver Normalform dargestellt bedeutet, dass wir immer solche Terme haben, die oder verknüpft sind, müssen oder verknüpft sein, und in jedem Term muss jede Variable einmal drin vorkommen. Das heißt, was der erste Schritt wäre? Der erste Schritt ist, wir schreiben das um, dass wir nur noch oder verknüpfte Terme haben. Das wäre A und B oder A und so und C. Zu den Rechenregeln kommen wir auf der nächsten Seite. Aber das ist ja A und B oder C, also A und B oder A und C. Jetzt haben wir schon mal den ersten Schritt geschafft. Wir haben nur oder verknüpfte Terme. Jetzt kommen aber noch überall nicht alle Variablen vor. Das heißt, wir müssen es weiter umschreiben. Wir sagen A und nicht B und, jetzt muss da noch irgendwie das C rein, aber jetzt wissen wir nicht, kommt da noch das C oder das C nicht rein. Das heißt, wir schreiben einfach zwei Terme hin. Den einen mit C und den anderen mit C nicht. So, kommen wir zum nächsten. Oder A und C. Jetzt fehlt uns hier noch das B. Sagen wir und B, aber da wir wieder mal nicht wissen, ob B oder B nicht, machen wir A und C und B nicht. So haben wir beide Möglichkeiten abgedeckt. Jetzt ist die einzige Vereinfachung, die uns noch bleibt, ist, dass wir sehen, dass dieser Term und der Term da hinten exakt der gleiche ist. Das heißt, wir können einen streichen und das hier ist dann unsere disjunktive Normalform in dieser Funktion. Genau, das heißt, in diesem KV-Diagramm entscheiden wir uns für die DNF, also für die disjunktive Normalform, weil wir hier eben unsere Blöcke mit den Einsen gebildet haben. Und das können wir auch kurz nachbilden. Die vier äußeren Ecken, also diese vier äußeren Ecken, sind ja nicht A, sind nicht A und nicht B. Die liegen alle hier außerhalb, alle bei nicht B und nicht B. Und damit haben wir schon den ersten Block eindeutig beschrieben. So, die ganzen werden wieder oder verknüpft. Wir sind bei der DNF, das heißt, wir können das hier kurz notieren. Wir machen die disjunktive Normalform. Die ganzen Blöcke sind oder verknüpft. Der zweite Block, nehmen wir zum Beispiel hier diesen langen. Der lange Block ist A und C. Und damit ist er eindeutig gekennzeichnet. Fehlt uns noch der dritte Block. Welche Zahlen, die Einsen haben wir schon alle abgebildet. Es fehlen uns nur noch diese zwei, die nicht abgebildet sind. Das heißt, wir nehmen hier den größten Block in der Mitte, der diese zwei mit einschließt. Und dieser Block ist A und B. Also A und B. So, und damit haben wir diesen ganzen Term vereinfacht, beziehungsweise diese ganze Tabelle vereinfacht. Oder wenn man es anders will, wenn wir hier die ganzen Min-Terme hingeschrieben hätten oder Max-Terme und die dann noch oder und verknüpft, dann hätten wir diese ganze elendlange Funktion über das KV-Diagramm maximal vereinfacht in die kleinste Funktion, die gehen würde.